Die Sunshine Gallery in der Rathausstraße 4 in Amstetten ist weit über die Stadtgrenzen für ihre Produkte der handwerkschaffenden Künstler aus der Region bekannt. Hier gibt es Geschenkideen für jeden Anlass. Jetzt, passend für den Sommer, wurde das Sortiment mit Mostviertler Craft Beer ergänzt. Mostviertler Craft Beer wird in der Region produziert. Also da haben wir mal das Edlerbier, was direkt in Amstetten entsteht. Und das zweite ist das Bierkantebier, das wird in Winklern produziert. Craft Beer ist im Prinzip die Beschreibung von handgemachtem Bier, also handcrafted. Ist eigentlich aber nicht nur die Beschreibung von handgemachtem Bier, sondern kommt aus den USA, diese richtige Bierbewegung, die eben die Kleinbrauereien fördert und eben die Biervielfalt wieder verbreiten will. Ich schaue bei meinen Bieren, dass ich regionale Produkte verwende, also österreichische Malze, nach Möglichkeit österreichischen Hopfen. Und habe eigentlich jede Flasche, Bierflasche, bis ich es im Verkauf habe, 5 bis 6 Mal in der Hand. In dem 4,5%igen Vollbier steckt also ganz viel Liebe zum Detail drin. Zu kaufen unter anderem in der Sunshine Gallery in Amstetten. In der Sunshine Gallery planen wir gerade zwei Veranstaltungen zum Thema Craft. Also es wird im August, am 6. August und am 13. August handcrafted dargestellt, sodass einfach der Kunde zuschauen kann, wie entstehen die Produkte. Da gibt es einmal also Craft auf Glas, wo es um Live-Glasgravur geht, und einmal das Craft mit Fass und Leder. Die Hintergründe, wie entsteht speziell ein Fassgürtel, der aus alten Fässern produziert wird. Und das Ganze wird ja im Mostviertel alles gemacht. Und das ist eben sehr wichtig, dass einfach dieses Kunsthandwerk in der Region da gefördert wird. Es gibt einiges, worauf man sich freuen darf. Einfach vorbeikommen und in die Welt des Kunsthandwerks eintauchen.